Okay. Da können wir den mit den Kleinen dann rein. Da gehen wir auch gleich mal. So, Indy. Sehen uns nicht. Oh ne, wir haben unsere Kopfbedeckung verloren. So. Entschuldigung. Lol. So, abrutschen. Alter. Nein. Hm?
Ja, da kommen wir nicht weiter. Weil wir keinen Bunsenbrenner haben. Ja. Schade, schade. Wir haben keine Dynamit mit. Wir haben ja keine schwere Kanone mit. Aber wir haben den Abenteuermodus. Drei. Das ist gerade irgendwie ein Rätsel. Ja, habe ich nicht verstanden. Aber ist okay. Ist okay. So. Hä? Da, der hat ein Schwert. Hmm.
Vielleicht. Wir brauchen Schwert. Ich check es nicht, nur so. Okay, wir müssen wechseln. Na, was soll das? Ja. Das ist echt ein bisschen kompliziert hier. Level abgeschlossen. Freies Spiel freigeschaltet. Fragezeichen? Abenteuer. Diesmal sind wir Abenteuer zu 100%. Artefakte haben wir, glaube ich, 5 gesammelt. 6, 7. Story beenden. 7 Stück.
Wow. So, dann geht's wieder ab. Das ist zur Universität. Ich dachte, wir haben drei gesammelt. Oh, Herzchen. So, das war wieder der nächste Teil von Indiana Jones. Die legendären Abenteuer. Fand ich schon cool. Fand ich wirklich schon cool. Also wirklich. No joke. Der erste Teil war so, ja, ich weiß es nicht. Da kannte ich auch den Film. Nur so, ich kannte auch den Film. Hier kannte ich, natürlich habe ich den Film schon jemals gesehen, aber ich habe keinen Plan, worum es geht. Nur so. Und es war schon coole Levels dabei. Also wirklich, das mit der Bahn war schon interessant. Wie am Anfang ein bisschen dumm angestellt. Dann das mit dem Dynamit. Ja, war knackig. Und der letzte Endbosskampf war schon so dieses weiß ich nicht, wie es geht. Und dann habe ich irgendwie durch einen dummen Zufall gesehen, dass man irgendwie die Brücke zum Einstürzen bringt. Aber wie gesagt, Lego hat einfach immer Humor. Also ich mag es. Also no joke. Ich würde nie sagen, das ist mein bestes Spiel, was ich jemals gespielt habe. Aber zum Spielen macht es echt Spaß. Und es ist Indiana Jones. Indiana Jones ist immer ein Klassiker. Ja. Also jetzt mal gucken, wie weit, wie lange es noch geht. Weil ich würde schon gerne jetzt euch zeigen, welche Charakter können wir jetzt noch freikaufen und wie die Halle aussieht. Weil das wisst ihr ja nicht. Weil ich habe ja nach dem ersten Teil habe ich alle Spiele nur alle letzte nochmal durchgespielt, um alle Schätze, also alle Trophäen einzusammeln. Plus, die 100% zu schaffen. Das heißt also, die 100% der Abenteuer 100%. Und wo wir mir dann die Sachen noch gefehlt haben, weil natürlich waren ein paar Level so dieser kleine Dude, wo man so durchkrabbeln kann und wo man dann noch was suchen kann, habe ich leider nicht gehabt. Also hatten wir nie nicht gehabt im ersten Level. Deswegen, mal gucken. Mal gucken, welche Charakter wir freischalten können. Das werde ich euch noch zeigen. Und die Ruhmshalle, wenn man so sagen will. Also die Halle, wo man die Trophäen hat. Jo. Ich bin wirklich gespannt auf den dritten Teil. Also dritten Spiel. Also im Spiel, das der dritte Teil. Wieso rum? Was jetzt kommt, also danach. Nach diesem Part. Und dann mal gucken. Hauptzielplanung. Mal gucken, was dann passiert. Da kommt der Junior. Der Vater. Der ist dabei. Ja, wir sollen dann Georg Lukas. 46%. So, das kennen wir ja schon.
So, und ab in der Universität. So. Zuerst, welche Charakter können wir hier freischalten? Da haben wir letztens alle Charakter freigeschaltet vom ersten Teil. Jetzt kommt der zweite Teil. Hanno Khan. Was ist nicht der Bösewicht? Wuhan. Li Che Chen. Die Tänzerin. Maharaja. Pankot. Killer. Bankott Wächter, Dorfältester, Würdenträger, Willi Abendanzug, Willi Pyjama, Charlotte Lala, genau der gleiche, Kugelpriester. Sklavenkind, Kuh Sklaventreiber, Mula Ram, britischer Offizier, britischer Soldat, britischer Kommandeur. Ja, das ist gesperrt. So, das speichert es ab. Haben wir hier? Ne, da war es nicht. Da können wir unsere Charakter freischalten. Hier. Verschickte Charakter, Dünger, Verkleidung, Dünger, Piepe. Schwert, schnelles Graben, Schätze 2. Ja. Da können wir dann die ganzen Schiedskurs machen. Ich will mal gucken. 5 Stück. Wir haben. So, jetzt haben wir sie. Die schreit leider nicht. So, wir brauchen ihn, um das zu nehmen. Okay, das war easy. Bam, 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 bam. So. Geht's? Das ist ein extras. Wir brauchen die Frau 1, 2, 3. 1, 2. Nee.
So. Ich muss meinen Charakter wechseln. Kann ich ja hier irgendwie Charakter wechseln? Egal. Das ist egal. Das ist schade drum. Weil ein Charakter hat uns echt gefehlt. So, das ist die Ruhmenshalle. Das sind die ersten 6 Level, da habe ich nochmal durchgespielt und habe dann alle gefunden und dann habe ich erst freigekauft. So, hier haben wir den Elefanten im 2. Level. Das ist von 10. Was? 3 von 10? Ja, 3 von 10. 4 von 10. 5 von 10. 7 von 10. Ja, und wir können hier nicht kaufen, weil es einfach so zu teuer ist. Kann man hier irgendwie ändern? Option nicht. Prozessen, Extras. Nee. Schade, schade. Und hier sind die letzten 6 Level. Hier, und das ist unsere Ruhmeshalle. Da können wir hier unser Diamant reinpacken. Und dann kriegen wir Münzen. Mal gucken, was passiert, wenn man alle freikauft oder freispielt. Aber das würde ich sagen, das sehen wir erst am Ende. Kann man hier? Da kann man. 34 Schätze von 60, 6 Abenteuer und 3 dieser Postdinger. Hier haben wir ein Postding. Wir haben hier ein Postding. Haben wir hier ein Postding gekriegt? Okay. Ja, und der letzte. Da müssen wir hin. Die Jagd nach Sir Richard. So, hier ist das Ende des Let's Plays. Im nächsten Part geht es weiter. Und ja, wenn ihr es noch nicht gehabt habt oder noch nicht gemacht habt, dann besucht mich einfach bei Twitch, lasst mir ein Follow da, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich wieder live gehe. Und wir sehen uns im nächsten Let's Play. Bis dann, ciao, ciao!